Soweit, so gut. So, und was ist das hier? Ich bin aus. Fertig, mach mal was, Dandolo. Das Ding ist, warum gehen wir gerade hier lang? Alles klar. Ein Schiedshaus unter euch. Ja. Nö, nö, schon gut. So habe ich das Gefühl, dass da was Gefährliches ist. Junger Wag. Warum ist die Hitbox der Arsch? Der will uns scheinbar nichts Böses. Komm, wir reden mal mit dem. Enzo. Hallo, wen haben wir denn da? Rückt jetzt die Armee des Königs an, oder was? Nicht ganz. Ich heiße Roland und bin ein Seesoldat des Kriegsschiffes Albatros. Unser Schiff ankert allerdings ein paar Seemeilen entfernt von hier. Na, dann willkommen auf Korus. Mein Name ist Enzo. Ich bin einer der Jäger hier auf der Insel. Mann, wir sind froh, dass ihr hier seid. Überall wimmelt es von Orks und ihren schwarzen Bestien. Gib den Kerlen nur gewaltig Saures, hörst du? Ja, ja, mal sehen. Wo genau stecken die Orks? Tja, so genau weiß ich das auch nicht. Schließlich will ich mir nicht das Fell von den Orks gerben lassen. Du und welches Fell? Aber am besten gehst du ins Lager und fragst Henry. Der hat doch am meisten von denen gesehen. Da drüben, wo die Feuer leuchten, ist bereits unser Lager. Pass aber auf, dort lauern schon mal gerne ein paar Goblins. Es wäre einfach, ihn zu bestehen. Ein bisschen arschig dafür, dass er uns so dankbar angenommen hat. Aber... drüben wahrscheinlich, ne? Das sieht gut danach aus, von wegen da, wo die Feuer brennen. Aber das sind gerne ein paar Goblins. Da ist nicht zu holen. Das sind die, da schlafen die schon. Mann, was passiert hier? Dandolo? Dandolo! Come on.
Kerl. Nicht zu plündern. Ja, den hat's schon. Da lauern mir noch ein bisschen zu viel Kram rum. Also, auf in die Schlacht. Zumindest die will ich noch haben. Was ganz gut nicht geht. Zu holen. Auf die Schnelle. Auf Weg noch ein paar Morads. Die lasse ich jetzt gerade mal. Oder mal mit den Kerlen hier sprechen. Loga, Refti, Henry. Hallo, ich heiße Roland und bin... Na, das sieht doch ein Blinder, ein Soldat des Königs, heißer Juche. Also, normalerweise bin ich kein großer Freund von euch Soldaten, aber heute könnte ich dich vor Freude glatt in die Arme nehmen. Lieber nicht. Sag mir lieber, was hier los ist. Was los ist? Überall wimmelt es von Orks und ihren schwarzen Hunden. Das ist los, Mann. Ihr seid doch zu unserer Hilfe gekommen, oder? Wie? Ja, ja, natürlich. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Doch sage mir erstmal, wer du bist. Ich bin Henry. Ich bin hier für die Versorgung verantwortlich. Dazu gehört auch dafür zu sorgen, dass das Dorf mit Holz versorgt wird. Aber das kann man jetzt, wo die Orks das Dorf besetzt halten, erstmal vergessen. Und wenn du genug Kleingeld hast, Soldat, dann kann ich dir auch ein paar nützliche Dinge für die Jagd verkaufen. Verkaufst du auch Rüstung? Oh. Klar, ich habe hier noch eine Lederrüstung. Sie ist zwar nicht neu, aber in tadellosem Zustand. Aha, Pfeil- und Bolzenschutz plus 80. Könnte man sich überlegen. Kannst du mir sagen, wo ich Proviant für unser Schiff herbekomme? Na, bei unserem Kaufmann Martis. Den wirst du aber im Dorf nicht mehr finden. Der ist mit den anderen Bewohnern zu der alten Turmruine geflohen. Die liegt nicht weit von hier. Geh in Richtung Dorf. Ein gutes Stück vor der Brücke liegt sie auf der rechten Seite. Aber sei vorsichtig, ist nicht ungefährlich. Danke, ich pass schon auf. Jetzt erzähl mir noch was über die Orks. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Die kamen mit einer großen Flotte nach Chorus und griffen sogleich das Dorf an. Wir Jäger haben alles von Weitem mit angesehen. Auch wie Martis und die anderen geflüchtet sind. Irgendwann ist die Flotte dann weitergesegelt. Wir dachten erst, dass die Orks nur zum Plündern kämen und jetzt fort wären und wollten daher nachsehen. Was glaubst du aber, was wir für einen Schreck bekamen, als noch eine ganze Menge von den Kerlen da war? Mit Mühe und Not konnten wir denen gerade so entkommen. Ihnen und ihren verdammten Barkhunden. Schlimme Biester sind das, sag ich dir. Kann immer aufhören rumzulaufen, sag ich mal. Kann ich irgendetwas für euch tun? Klar, vertreibe mit deinen Leuten die Orks. Mehr brauchst du wirklich nicht zu tun. Alles zu seiner Zeit. Hast du für den Anfang nicht einen leichteren Job für mich? Klar. Wir machen diese verdammten Waage Sorge. Ein Biss von denen und es ist um dich geschehen. Diese Hunde sind wirklich gefährlich, Mann. Wenn ich richtig gezählt habe, dann haben die Orks mehr als ein Dutzend von diesen Bestien mitgebracht. Ich mache dir daher folgenden Vorschlag. Wenn du mir 12 Waagfälle bringst, dann gebe ich dir einen guten Preis dafür. Aber nur für 12 Fälle kann ich dir ein Angebot machen. Für mehr habe ich nicht genug Geld. Oh ja. Hey du. Enzo, hast du noch was oder? Nee, der kann mir beibringen, wie man jagt. Loga. Warte mal. Was mit dir? Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Mit dem Auftrag, hier Proviant aufzunehmen. Mein Name ist Loga. Proviant könntet ihr normalerweise im Dorf bekommen, doch da sitzen jetzt die Orks. Die haben die ganze Insel unterworfen, die Dorfbewohner mussten fliehen, nur uns hat man bisher noch nicht behelligt. Und was machst du sonst so? Nun, wenn ich nicht gerade am Lagerfeuer sitze, gehe ich auf die Jagd. Dafür versorgen uns die Bewohner mit Lebensmitteln. Aber das ist jetzt sehr schwierig geworden.
jetzt müsst ihr hier sie versorgen oder was? So, was mit dir? Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme von dem Kriegsschiff Albatros. Hallo, ich bin Rafty. Schön, dass uns endlich jemand zu Hilfe kommt. Hier auf Korus gibt es mittlerweile mehr Orks als Menschen. Kann ich von dir etwas lernen? Wenn du jemanden suchst, der dir beibringt, mit dem Schwert umzugehen oder deine Muskeln zu stärken, dann bist du bei mir schon richtig. Cool. Aber ob ich einem Waffenknecht des Königs noch was beibringen kann? Tja, mal sehen. Alles klar, Einhand und Stärke kann er mir beibringen. Das ist schon mal gut. Ach, Gerbbaum. Also sollten wir vielleicht noch mal ein paar Waage legen, oder? Mit den Waldbären vollheilen. Oh, Kamerad Fußmatte, wo seid ihr? Ich hätte vorhin noch ein paar LE. Wie viel habe ich inzwischen? Nur die 3. Okay. Irgendwie habe ich da kurz was Blaues gesehen. Was war das? Greif ins Leere, ist okay. Da ist nicht zu holen. Immer zu 100%ig trifft, ey. Was? Oh fuck, Leute. Schnell speichern. Dandolo, Dandolo. Die hätten wir aus dem Verkehr gezogen. Hör mal. Hier, nimm den Heiltrank. Wo kommt der denn jetzt her? Ein Glück, dass der hier one-hitten kann.
Arbeit macht Spaß. Man kann stundenlang zugucken. Nicht zu holen. Ja gut, aber was... Was lässt man mich auch so schwach bleiben, ey? Allein krieg ich ja wirklich nicht hin. Wassergruben hier. So, komm. Da ist nicht zu holen. Och Mann. Das kann ich. Da ist nicht zu holen. Es geht gerade irgendwie nichts mehr. Nicht zu holen. Also da drüben habe ich noch ein paar Wölfe und Waage gesehen und alles. Oder ist damit die Turmruine gemeint? Nee, kann nicht, weil das sind Orks. Das ist doch der eine Turm da. Und dreh durch. Ah, von oben kann man es also sehen. Da ist der Strand. Nicht zu holen. So, diese Grube hier hat halt noch hat sicherlich noch eine Bedeutung. Brauche ich wahrscheinlich wieder Blutfliege. Zauberspruch für. Ja gut, eine habe ich ja noch. Hä? Wacholder? Liegt das alles so rum? Kleiner Lederbeutel? Hört? Ne, ist nur ein Baumstamm. Na, kommt.
Da ist nicht zu holen. Zum Leuchtturm. Oder von meinem Wag herangestürmt. Mhm. Nein. Nee. Boah, Mann, ey. Wenn die nicht immer von irgendwo auftauchen würden. Wölfe. Wird in ihren Zelt hingestellt. Steinkreis, da habe ich jetzt aktuell schlechte Erinnerungen dran. Zelt drin. Und egal. Oh, du Scheiße. Oh fuck. Alter, da hau ich noch auf Dandolo ein, hey. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Ach, zum Glück ist da ein Bett. Da ist nicht zu holen. Kann ich da rein, oder? Ja, kann ich, aber ob ich rauskomme, ist wieder so eine Sache. Könntest du mich mal wiederbeleben? Nee.
war es doch hier der andere Turm. Vorsicht. Ich dachte, der hätte mich schon getötet, ey. Aber ich habe nichts verloren. Sondern... alles looten. Nicht zu plündern. Noch mehr Waage. Also. Nicht zu holen. Wieder hier die Pirsch. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Ja, fast kurz vor Level Up. Was ist denn hier los? Aber halt, solange ich noch Monster schnetzeln kann. Oh, warte mal, ich sehe hier Leute. Hey du! Mal André? Sieh mal an! Anscheinend traut sich ja doch noch einer hier hinauf. Wieso? Sind hier die Orks?